ich möchte mit euch nochmal eine kurze Sequenz zum Gesichts-Yoga üben. Und zwar etwas für die Stirn, weil sich das jemand gewünscht hat. Und dann auch noch was für den Mund. Wir machen gerade 3 Übungen, das ist relativ kurz. Und ja, helfen dir vielleicht dabei, dein Gesicht zu erfrischen. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Wir beginnen mit dem Fischgesicht. Schürze dazu deine Lippen wie zu einem Kuss ganz weit nach vorne und zieh außerdem deine Wangen ganz eng hinein. Mach das mit richtig viel Kraft. Und dann löse das und ziehe dann deine Mundwinkel nach hinten zu einem ganz breiten Grinsen. Schürze wieder die Lippen nach vorne, so weit wie du kannst, und zieh die Wangen ganz weit hinein. Und dann löse wieder auf und zieh die Mundwinkel zu einem breiten Grinsen nach hinten. Mach das für 1 bis 2 Minuten, immer abwechselnd. Das Fischgesicht und das breite Grinsen. In deinem Rhythmus. Komme nun mit deinem Gesicht zur Ruhe und entspanne es für einen Moment. Darfst gerne deinen Mund ein bisschen lockern, vielleicht auch den Kiefer nach rechts und links schieben, wenn du das Bedürfnis hast. Und dann kommen wir auch schon zur nächsten Übung. Dazu gib deine Handkanten an deinen Haaransatz an der Stirn. Und hier drückst du mit deinen Handkanten erstmal quasi fest auf deine Kopfhaut und auf deinen Schädel drauf, so dass es gerade noch angenehm ist. Und dann zieh deine Stirn kraus nach unten. Also regelrecht bewusst die Sorgenfalten zusammenziehen. Halte das für einen Moment und dann lass wieder locker. Mach auch das für 1 bis 2 Minuten im Wechsel. Halte damit mit deinen Handkanten dagegen, gegen diese Muskelkraft, mit der du deine Stirn nach unten ziehst und entspanne zwischendurch immer wieder. Dann komm auch hier wieder zur Ruhe und gönn dir eine kurze Pause hier beim Gesichts-Yoga.
Und dann machen wir noch eine letzte entspannende Übung. Die ist ganz toll gegen die Sorgenfalten auf der Stirn. Dazu forme mit deinem Mund ein O und gib die Handkanten diesmal an die Seite, an die Außenseite deines Gesichts. In etwa so, dass die Fingerspitzen auf der Höhe deiner Schläfe ankommen. Dann lass dein Kinn ganz entspannt nach unten fallen, so wie es einfach das ganz natürlich tut. Und ziehe mit deinen Handkanten die Gesichtshaut nach hinten weg. Halte das für ungefähr 30 Sekunden. Löse das nun kurz wieder und entspanne dich kurz. Wir machen davon noch eine zweite Runde. Forme wieder mit deinem Mund ein O. Gib die Handkanten an die Außenseite deines Gesichts, die Fingerspitzen wieder auf Höhe der Schläfe. Lass dein Kinn entspannt fallen. Ziehe nun die Haut deines Gesichts mit deinen Handkanten nach hinten weg. Halte das wieder für 30 Sekunden. Und dann lass langsam locker. So, ich hoffe, du hattest Spaß beim Gesichtsyoga. Du darfst es natürlich auch gerne noch 2-3 Mal wiederholen und das Ganze nochmal durchspielen, wie du möchtest. Ich hoffe jedenfalls, du hattest viel Spaß dabei und wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Mach's gut, tschüss.